Servus zusammen und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Together Diablo 2 Resurrected. Genau. Und da hört ihr schon den anderen hier am Ende der Leitung, hier den Frau Eckhart. Da ist er schon. Hallöchen! Auch an meinem Publikum. Hallo und danke, dass du wieder zugeschaltet hast. Wir sind der Haufen der Diablos. Was? Leute, so, was machen wir jetzt? Mr. Wumpy. Wir müssen, habe ich gerade schon geguckt, wir haben die fünfte Quest aktiv, das richtige Werkzeug. Ich lese einfach mal vor. Ja. Findet den Horadrim Malus in der Kaserne des Klo. Klo. Hütet euch vor dem Schmied, der ihn bewacht. Da, und das sage ich euch jetzt schon mal gleich, es wird nicht ohne echt jetzt. Es wird nicht ohne. Aber zusammen schaffen wir das schon, Mr. Wumpy. Genau, weil die Diablos Diener, die sind ja auch jetzt stärker geworden. So, ja. Also, was ich noch sagen wollte, gut, wir gehen jetzt erstmal hier äußeres Kloster, ne? Ja, bin schon drin. Ja, Leute, bei mir seht ihr es, mir sind über Nacht echt die Haare gewachsen. Der schaut so ist cool echt aus. So, ohne Scheiß, das ist wirklich so wie hier dieser Film hier, 30 über Nacht, ne? Nur, dass ich nicht 30 über Nacht wurde, sondern mir sind einfach mal die Haare gewachsen. Ja, das ist schon... ja genau, ich habe schon gesehen. Er hat mir schon ein Foto geschickt und ich muss ehrlich sagen, in der nächsten Folge dann werde ich mir auch was aufsetzen. Leute, es ist einfach so. Ach, habe ich jetzt nicht, aber ja, voll. So, ich brauche Leichen. Er braucht Leichen. Aber ich kann ja zumindest schon mal hier mein Golem. Ach, da kommt ja was. Da bin ich, das war ich nur. Ach, der rastet hier nur aus. Rachte. Warte, wir gehen aber erstmal die anderen Bereiche ab hier. Das äußere Kloster besteht aus drei Bereiche. Zwei sind versperrt. Oh, hier geht was. Hier kriege ich Leichen, hier kriege ich Leichen. Okay, dann hol dir mal die Leichen aus dem Keller. Ja, Leute! Ja, die habe ich schon rausgeholt. So, wo habe ich denn hier? Warte mal. Leute! Habe ich nur drei Skelette? Oh, you're what? Ah, Leute! Ich brauche wieder Heilmittel, Leute. Habe ich im Inventar Heilmittel. Nichts? Nimm dir doch einfach mal eine Ibu. Ibuprofen. Ach, da kommt er. Ich muss nur kurz meinen Gürtel wieder auffüllen, Leute. Na, ich habe gar keinen an. Ja. Ich habe eine kurze Jogginghose. Wow. Na, ich bin komplett angezogen. Also, wenn ich Let's Play, ne, da habe ich eigentlich immer nur ein T-Shirt an. Okay. Weil den Rest sieht man ja gar nicht. Ja, nein, ich warte. Leute. Das ist gar kein T-Shirt, das ist nur aufgemalt. Wann willst du Seto Corsa zocken oder Autobomilista, Bobibilista? Ja, das können wir auch mal machen. Können wir mal machen, gell? Weil ich hab mein Lenkrad nämlich jetzt wieder ausgekramt, das liegt da neben mir. Oder mal schon. Zeit, Horsti, oder mal Zeit hier. Ja, voll. Nein, ich war immer zu faul und so und zu sehr beschäftigt, dass das alles einstellt wieder und alles Ding. Das ist schon nicht ohne. Hey. Ja, wurde mal Zeit hier. Ah, da kommen diese komischen Monster da. Ja. Ich hab kein Mana. Ja, das Problem habe ich auch immer. Mana mag man eben. Weil wenn ich kein Mana mehr hab, ne? Das ist ein großer Tipp an euch, Leute. Geht hin, deinstalliert das Spiel, installiert es neu, ne? Macht einen neuen Charakter und habt der Mana wieder voll. Ja, genau. Das sind die Tipps vom lieben Mr. Wumpy. Ja, alternativ kann man natürlich auch einfach hingehen und einen Mana-Trank nehmen. Genau, alternativ, so wie ich gerade. Ich stehe es mir eher auf alternativ, Leute. Alter! Alternativ! Er hat Alter gesagt. ich dachte natürlich. Sind wir draußen durch, oder? Ja, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt rein. Rein, hallo. Leute. In die Kasserne. In die Kaslerne. So, da. Wo ist denn die Frau Eckhart schon wieder? Ja, ich brauche noch eine Zeit. Da bin ich. Frau Eckhart den Weg zu mir finden, dass sie die in der nächsten Folge. Ja, genau. Boah, da schnitzeln wir ordentlich, Leute. Jetzt geht's ab. Da drinnen geht's ab. Die Kaserne. Ach, die Fässer. Ich habe auch gerade auf die Fässer geschossen. Ja, der Wein, der da drin ist, ist halt abgelaufen.
Ja, wieder immer schreien. Yeah. Ja, die sind, ach, im dritten Akt, diese kleinen Gnome oder was das sind, die sind so lästig. Lästig. Ja, lesbisch, aber. Leute, wird es zukünftig vielleicht ein Let's Play Together mit der lieben Frau von Mr. Wumpy geben? Oder nicht? Man munkelt. Frage. Man munkelt. Ist gut munkeln. Nö, es wäre wirklich super genial. Wow, ja, super genial wäre es, wenn ich hier überlebe. Ah, komm doch. Lochenbogenschlitze. Oh, das ist ein Stellbrand der Schinder. Nicht genug Mana. Leichter Mana-Trank, schwacher Heiltrank. Nimm den Recktrank mit. Den Juwel. Oh. Ah, ich muss meine Werte auffüllen. Stärke gebe ich auf 30 rauf. Geschick brauche ich ganz gut fürs Zaubern. Und Vitalität gebe ich auch rauf. Dann werde ich auf jeden Fall meinen Eisblitz erhöhen. So, weiter geht's. Oh, was macht ihr? Diese beschissenen Diener, die machen ja was zu Wolle. Machen die eine Tür da auf. Leute, es zieht hier drinnen. Und die Heizung geht auf. Ah. Oh, schwer, so ein Boss hat. Oh nein, scheiße. Lass dich von dem da nicht treffen, der macht hier Mana verbrennen. Oh, der ist schon weg. Ja, da habe ich geplättet. Hihi, Leute. I see you plättet. Unterarmklinge. Das ist die Unterarmklinge, das ist aber nur für... Das ist für eine Assassinen. Achso, okay. Ja, wo Gold. Ist das? Gold. Das kenne ich von wo, das ist ein Lied von einem Film, oder? Oder von einer Serie. Kam bei den Simpsons auch mal vor. Boah, die finde ich so geil, die Biester, ey. Die Biester. Oh, da ist ein Schmuck! Ah, Leute! Ausgabe. Alter, lass mal die Skelette in Ruhe. Weg wieder! Ist da noch einer am Sprung hier? Da rein. Ich muss raus, oh, Alter. Luft. Ich guck einfach, dass meine Skelette. Ach, der ist doch schon down jetzt. Ja, seht ihr. Ja, dank meiner Dienerschaft hier. Konservierter Kopf, lass ich. Ich bin überladen. Der Refrain. So, ich nehme den Malus auf hier. So, den Malus. Den haben wir abgenommen. So, pass auf, ich mach mal ein Portal auf, ja? Ne, warte mal, jetzt gehe ich erstmal hin und füll mal mein Gürtelchen wieder auf hier. Questlog, Leute, Questlog. Bring Chasi den Horror Trimalus zurück. Den haben wir schon. Wo war denn der drin? Ich wollte. Ja, warte mal ganz kurz. Zeige ich dir jetzt. Warte mal. Machen wir mal den da drauf. So. Der ist hier, neben diesem Amboss hier, wo ich stehe. Da klickst du hier diesen Amboss einfach an und dann fällt er runter. Wo bist denn du? Da steht er. So. Ich stehe hier und singe, da kommt die dicke Inge. Die dicke Inge. Chasi, du alte. Ah, das ist die dicke Inge. Ja? Ich muss nochmal handeln. Zack. Verteidigung 12, Verteidigung 7. Ich kann. Meinen Helm Helm wechseln. Ja, du da meinen Helm wechseln. Die ganzen dünnen Heiltränke gebe ich mal weg. Ach, jetzt können wir uns hier eine Ausrüstungsgegenstand können wir uns jetzt hier verzaubern lassen von der. Okay, Stadtportal. Stadtportal? Ja, genau. Komm, ich nehme einfach hier die Handschuhe von mir. So, dann mal in die Kiste alles reingeben, was ich nicht brauche. Oh, kann man mit leben. Zack, Ich muss mal zu Commander Deckard. Zu Commander Deckard? Oh! Deckard! Der redet gerade. So.
Nicht identifiziert, Deckard, genau. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Das richtige Werkzeug. Welche magischen Effekte vom Malus bewirkt werden, kann man nie vorhersagen. Aber sie dienen immer dem Guten. Okay. Ja, Schwestern zur Schlachtbank. Diablo zieht es nach Osten und er führt nichts Gutes im Schilde. Und der einzige Weg nach Osten führt durch es die Pforte des Klosters. Richtung Andariel, glaube ich. Offensichtlich hat Diablo Andariel gerufen, um Verfolger aufzuhalten. Andariel für ihren Teil hofft, Diablos Gunst zu erringen. Diese minderen Dämonen streben stets nach Machtpositionen innerhalb der unheiligen Hierarchie. Vor langer Zeit... So, mit dem... So, was haben wir da? Das richtige Werkzeug. Chasi wird mir gegenstand. Chasi. Wo bist du? Ich bin bei Chasi. Ja, ich auch jetzt. Guten Abend. So. Alles reparieren. Hoppala. Hoppala? Hoppala. Hoppala. So. Ey. Hey, gib mir mein Ding zurück. Ah, da. Ein verzauberter Blutherz-Adlerkugel. So, kann ich da irgendwie... Ah, den guter Eisenhut. Den gebe ich da drauf. So, jetzt muss ich reden. Schwestern zur Schlachtbank. Schickt Andariel zurück in die Hölle, von wo sie gekommen ist. Ja, werden wir machen. Oh, Kashia ist fantastisch. Naja, bei Fremden ist sie etwas schroff. Aber wer könnte es ihr verübeln? Sie möchte doch nur unseren Orden beschützen. Aber nachdem sich unsere Schwestern gegen uns gestellt haben, ich glaube, das hat ihr Herz versteinert. Das ist nicht gut, dass ihr Herz versteinert ist. So, abbrechen. Gut. Also, wir müssen... mit wem müssen wir noch reden? Mit niemandem. Wir haben jetzt die letzte Quest. Findet Andariels Lager tief in den Katakomben des Klosters. Ah, das richtige Werkzeug. Durch das Portal. Nein, du musst zuerst rein. Schwestern zur Schlachtbank. Findet Andariels Lager tief in den Katakomben des Klosters. Leute, es geht los. Ja. Geh du zuerst ins Portal, sonst ist es nämlich wieder weg. Ja, bin schon drin. Ich bin drin. So, dann können wir ja weiter schnetzeln hier. Weil schnitzeln. Wir können hier direkt bleiben. Leute, Andariel, und das wird der erste richtige Bossgegner. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Oh, ja. Da ist Action am Start hier, oder was? Jetzt nicht mehr. Oh! Was? War was? War was? Ey. Mein Totenbeschwörer ist falsch abgebogen. Doofenbeschwörer. Doofenbeschwörer. Ja, ich beschwöre Doofe. Ich beschwöre Doofe, ja. So. Schon wieder Skelett hier weg, ey. So. Ledierter Rubin. Ledierter Robert. Der ledierte Robert. Robert! 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 Ach, grüße an meinen Schwager, der heißt Robert. Auch Grüße von mir. An meinen Schwager. Ja, wird sie sehen. Mein Schwager heißt Kevin. Wie heißt dein Schwager? Kevin. Kevin. Ein richtiger Kevin. sagen wir es mal so, es ist ein normaler Kevin. Also, okay. Das ist schon. Cool. Also es ist kein Klischee, Kevin. Okay. Der Klischee, Kevin. Ja, das ist der Double K. Double der Klischee K. Kevin. Double K-Klischee, Kevin. So. Oder Grund irgendwas. Komm. Ich komme. Ich muss mir irgendwann einmal ein Schwert auch zulegen, Leute. Obwohl ich Magierin bin. Es ist so. Kann man doch. Ist ja nichts Verwerfliches jetzt. Wenn wir einen Stab hinhauen, ist nicht so wirklich vom Vorteil, beziehungsweise ja, ist Stäbe, ja nicht so. Die haben ja meistens, die haben ja mehr Attribute so auf dem Zauber. Oh, die haben es hingeschafft. Ich bin vergiftet, Leute! Vergiftet?
Gefiftet. Nicht genug Mana. Boah, Junge, Leute. Junge, 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 Junge. So, was ist da, 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 da. Na, geh mal da durch. Hä? Ich habe Angst. So. Es ist so dunkel. Ja, mach doch Augen auf. Ach so, ne, da kam man, da waren wir doch schon. Komm zurück. Ach so, wo müssen wir denn hin? Ach so, wir müssen runter. Ne, hoch. Hoch? Ja. Ein Hoch! Alter, da macht er tatsächlich mein Skelett, macht die Tür vor meiner Nase zu, ey. Was? Gibt's ja nicht. Ja, direkt kündigen, abschieben, ey. Da rauf müssen wir. Ach, hier okay, geht's okay, weiter. Ja, ja. Leute, wir sind demnächst in Akt 2, Leute. Lange dauert's nicht mehr, ja! Oh, hier geht's rein ins Gefängnis. Ebene 1. Oi, 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 oi. Ich glaube, Ebene 1 oder 2 müssen wir Aussicht nach dem Wegpunkt halten. War, ist sie lange verschwunden. Ich glaube aber 2 war das. Oder? Ach, ich weiß es doch nicht. Oh, keine da Ahnung, kommt ich was. Weiß. Ich glaube, Ebene 2, ja. Säbel. Vielleicht kann ich den Säbel als Waffe. Der, ja, der, wenn deine Stärke stimmt. Na, nicht identifiziert. Uiuiui, 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 oh, oh, oh. Diese scheiß Geister, das sind auch so Mana-Fresser. Also, ich kann auch, während ich einen Säbel habe, ich brauche den Zauberstab gar nicht ausrüsten und kann nein, zaubern, nein, oder was? Du kannst. Oh, hier ist wieder was Blitzespuckendes. Alter. Wo komme ich da rein? Was sind denn mit meinen. Was ist denn mit meinen Dienern hier? Hab ich keinen Bock mehr oder was? Ah, Leute, Leute, Leute! Boah. Ja, Düstern ist schön. So, der ist down. Boah. Ah, Glück gehabt. Das war wirklich. Drei Skelette gerade verschwört und zwei sind wieder am Arsch. Wahnsinn. Ja, jetzt wird's heftig, sag ich ja. Das Kloster ist richtig heftig. Ja, im Klo ist es heftig. Im Klo, ja. Im Klo ist es heftig, Leute. Wie komme ich da wieder raus? Ah, da rein muss ich, oder? Nö. Oh ja. Hä? Wo bist denn du? Boah. Guck mal, wir haben so drei Skelette an. Oh! Ich hab einen Heimraum gefunden. Ein Heimraum? Oh, wow, 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 wow. Da ist nichts drin, ha! Oh, Falle. Eine Falle, das ist nicht gut. Eine, alle. Ah ja, so ist das. Ja, Hübenbäcker! Oh, oh, Feuerskelette. Ja, Feuer bekämpft man mit Eis. Haha! Ha. Oh! Hä? Ja, okay. Hau doch einfach zu, du doofen Beschwörer, ey. Wohin jetzt? Was ist das da? Ja, hier ist. Ein konservierter Kopf. Diese konservierten Köpfe, echt? Der Wahnsinn! Ja, die sind für mich quasi. Aber ich habe einen guten. Ja, den guten. So, Skelette sehen noch gut aus. Ich komme da jedes Mal nicht raus. Ich weiß nicht, was da hin muss. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Wir müssen durchs Gefängnis ins innere Kloster gelangen. Okay. Nach innen müssen wir. Nach innen. Innen, hat er gesagt. Leute. So. Leute, oh. So, weggeschnitzelt da. Schnitzel. Schnitzel. Ich hab so Lust auf Schnitzel jetzt. Ja, so ein leckeres China-Witzel jetzt, ne? China-Schnitzel. China-Witzel.
Ich schieße einfach durch die Gitterstärke. So, ich gehe rein. Er geht rein. Leute, er geht rein. Ich muss jetzt mal den Heiltrank nehmen hier. Ja, nimm doch einfach mal einen Heiltrank. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hast lag mega was. Ja, ja. Ihr bleibt so lange, bis das hier fertig ist. Da geht's Ebene 2. Aber ich mein Wegpunkt war Ebene 1, meine ich. Ja. Hier geht's ja auch noch lang. Oder war der doch Ebene 2? Ich hab doch keine Ahnung. Ich war vor kurzem erst hier drin. Er hat doch keine Ahnung. So, ist meine Frau war gerade im Zimmer und hat gerade mit mir geredet. Und ich habe gesagt, halt die Schnauze, nein, Spaß. Okay. Wo geht's da hin? Wo bist du? Spielst du eigentlich ohne Map? Nein, eh mit Map. Aber das ist ein bisschen... Ich muss jetzt überall schauen, wo du wo du auf der Map bist und wo ich hinrenne. So. Schwacher Heiltrank. Schwacher Scheiße. Ja, 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 wie sie immer schreien. Ja, ja, ja. Ja, das kenne ich. Skelettkrieger. Oh. Oh, geil. Aua, aua, Boy, sind voll die Atombombenfässer. Atombombenfässer. So, wo müssen wir hin? Hier lang, immer mir nach. Ich weiß wo lang. Ich hab dir gerade die Tür aufgemacht, Mr. Wumpy, okay? Oh, danke schön. Komm, ich zeig dir, wo es lang geht. Hier ist ein Wegpunkt. Ja. Geht doch, Ebene 1. Und dann müssen wir uns merken, Katakomben, Ebene 2. Okay. Hat die Tür wieder zugemacht hier, ey. Ich weiß nicht, das war das Skelett. Naja, immer auf meinem armen Skelett. Wo ist denn eigentlich dein Harald? Wer ist Harald? Wer war Harald nochmal? Der Harald, dein Golem. Der ist hier bei mir. Achso, hab ich gar nicht gesehen. Wo bist du... Ich muss schauen, wo ich hinlaufe und auch noch auf die Karte, wo du bist. Lauf einfach nach Karte. Lauf unten lang. Unten durch die Tür. Ja, oder da lang, da geht auch. Dann treffen wir uns hier. So, da ist schon der Harald. Ich brauche Leichen. Er braucht Leichen. Da haben wir den Untergang. Untergrund, Ebene. Der Untergang. Ja, Ebene 2. Mann. Leute. Jetzt geht's los. Yo. Werden wir es in dieser Folge noch schaffen? Nö. Okay. Oh, das ist wieder so eine Champion-Gruppe. Ach, Leute! Alter, was machst denn du? Aber warte mal, ich mach hier alles sauber und dann mach ich ein Portal und dann kommst du hier dann dran. Leute, so. Mein erster Tod. Oh. So, ich mach ein Portal auf, kommst du durch. Meine ganzen Sachen hier nehmen. Ich bin überladen. Jo. Das ist auch der Vorteil, wenn man zu zweit spielt. Jetzt hätte sie nämlich ich übelst Lauferei. Ich hab eh alle. Achso. Den Bogen für meine Partnerin, die ist auch schon tot. Oh. Meine Handschuhe. Wo sind meine ganzen anderen Sachen hier? Beschlagenes Leder. Wo sind meine ganzen... Ich habe keine Rüstung mehr. Oh ja. Ja, du musst deine Leiche anklicken. Ach so. Ich bin überladen. Ja, sie ist überladen. Ich kann nicht noch mehr dann tragen. Musst, Also du musst auf jeden Fall deine Leiche anklicken, dann hast du deine Ausrüstung komplett wieder. Ach so, okay, habe ich schon. Ja, habe ich eh wieder. Gut. Leute! Ach Gott. Ich komm gleich, ich muss nur kurz da mal... Alles gut, ich bin hier beschäftigt. Er ist beschädigt. Frau Eckhardt ist tot gewesen, Leute. Habe ich mein Säbel eigentlich? Ich habe mein Säbel gar nicht mehr.
Zombie-Kopf gefunden. Ein Bombenzopf. Leute. Ich bin arm. Wie bist denn du da reingekommen? Ja, ich kann oben. Nicht noch mehr tragen. Warte, ich komme mal wieder raus. Ah, ich weiß schon. Hallo. Nimm da einfach die Truhe nicht mit. Gibt's ja nicht. Wuppi! Alles gut. So. Machen wir mal ein Portal. Oh ja, das können wir machen. Dann beenden wir auch mal die Folge. Was haben wir denn da jetzt schon wieder? So. So, dann machen wir auch erstmal die... Dann müssen wir gleich in das rechte Portal gehen, ne? Aufpassen. Okay, ja. Geht. Ich muss handeln. Den Bogen lasse ich mir mal. Handschuh, 3 Verteidigung, 6 Verteidigung verkaufen. Ja, genau. So, die kleinen Heiltränke verkaufe ich da mal. So, gut. Gut. Und dann wird immer weiter. So, dabei. So. Zack, zack. Dann werde ich die ganzen Heiltränke mal wieder in meinen Gürtel füllen. In meinen Viertel güllen? In meinen Viertel güllen, genau. So, Mana-Tränke kann ich die kleinen. Kann ich daher geben. Ich laufe mit meinem Zombie-Kopf rum. So. Gut, I am ready einzahlen. So, I am ready to beending die Folge. Yes, I am too. Ja, liebe Leute, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Jo, danke. Ich muss mich grad mal übelst strecken. Und, Übelst strecken. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal weiter durch das Gefängnis, oder Horsti? Ja, genau. Und dann machen wir Andariel, ne? Ja, das dauert noch. Naja, nicht mehr lang. Bisschen durchs Gefängnis, innere Kloster, Katakomben, 4 Ebenen und dann, ja. Ach so lang noch? Ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Also, liebe Leute, von meiner Seite aus, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne und dem Horsti auch einen Daumen hoch da. Abo nicht vergessen. Jawohl. Und kommentiert ruhig gerne unter das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zur nächsten Folge von Let's Play Together Diablo 2 Resurrected. Macht es gut und ciao. Ciao.